Redouan. Elias. Du schon wieder? Mhm, immer noch hier. Dich habe ich schon lange auf dem Kieker. Ach, doch, nein. Ah. Okay, auf dem Kieker. Ich fange an. Kiek los. In welchem Gebiet findet man die meisten Leichen? In welchem Gebiet findet man die meisten Leichen? Die weichen Leisten? Nein. In welchem Gebiet findet man die meisten Leichen? Am Mordpol. Wie nennt man das, wenn einem Mann beim Masturbieren schreckliche Dinge widerfahren? Schicksal? Schleudertrauma. Welches Insekt gibt es nur auf Nordseeinseln? Welches? Der Borkumkäfer. Mhm. Ich behalte dich im Auge. Kannst du ruhig machen. Redouan, welches Bundesland befindet sich unmittelbar neben einem Riesenhaufen Fritten? Mecklenburg-Vorpommern. Ja, den kenne ich schon. Also so ähnlich. Wo leben die meisten Klapperschlangen? In Klapperstadt. In der Landeshautstadt. Hm. Wegen dem Häuten. Der haut rein. Ja. Das haut rein. Weißt du, welches Spielzeug sehr streng riecht? Das von Playmobil. Welches Tier hat die größte Oberweite? Das Zebra. Du fiese Möb. Mhm. Kennst du den berühmtesten kubanischen Pornodarsteller? Schniedel Castro. Das ist albern. Aber gut, funktioniert. Wo kann man nur freitags verurteilt werden? Wo? Vor dem Fischgericht. Freitagsfisch? Hm. Passend. Weißt du, was das Lieblingsessen von Jesus war? Ein gut gemachtes Gottlet. Aber nur, wenn es gut gemacht ist. Wie lautet die Anklage gegen das Schaf? Widerstand gegen die Staatsgewalt. Widerstand. He gets it. Oh Gott. Weißt du, welche Gallier sehr auf Popos und Nasensekret standen? Gallier. Ja. Asterix und Popelix. Was hast du genommen, als du den geschrieben hast? Ich hätte gerne das Gleiche. Warum kriegt man in der iranischen Hauptstadt nur keinen Kaffee serviert? Warum kriegt man in Teheran keinen Kaffee serviert? Weil es dort, die bringen dort eher Tee ran. Ja, weil sie Tee heranbringen. Gut, gut, du bist intelligent. Wie nennt man das, wenn man jemanden während des Transports verletzt? Nicht verletzt. Entschuldigung. Kannst du dich entscheiden? Ich spule nochmal zurück, ganz kurz. Ja. Wie nennt man das, wenn man jemanden während des Transports... Man, wir spulen wieder zurück. Es ist nicht besser geworden. Nein, kein Stück. Also spulen hilft nicht immer. Ja. Okay, wir spulen nochmal zurück, Redouan. Danke. Wie nennt man das, wenn man jemanden während des Transports verpetzt? Verratfahren. Verratfahren? Verratfahren. Ah, Fahrradfahren. Okay, Verratfahren. Ah, okay. Oh, das war nicht gut. Dafür hat er zu lange das gedauert war einfach. Nicht gut, ja. Du hast die Pfanne zu lang poliert, um uns da wieder reinzuhauen. Oh. Hm. Hm. Wann begehen Buddhisten Selbstmord? Oh. Wann? Wenn sie keinen Zen mehr sehen. Da sind sie sehr verzweifelt, ja, auf jeden Fall. Kein Zen mehr. Zen-los. Was kommt schon am Montag auf die Welt und ist schon am Mittwoch fertig ausgewachsen? Der Donnerstag. Der Drei-Tage-Bart. So wie die Eintagsfliege, ne? Okay. Warum schreiben linke Politiker nur mit kleinen Buchstaben? Linke Politiker nur mit kleinen Buchstaben? Mhm. Warum? Weil sie gegen Kapitalismus sind. Kapitalismus. Mhm. I see you. Capital Letters. Ja. Wie heißt die Ehrung für die besten Bücher über Ärsche? Der Pulitzerpreis. Ich kann sagen, ich war kurz davor. Ich habe dir nicht die Zeit gelassen. Nein, du warst schnell. Aber ja, es hat trotzdem nicht funktioniert. Lach jetzt.
Welche römische Stadt ist fürs Nasebohren berühmt? Oder war, besser gesagt. Ist nicht, nicht in Italien, nicht, nicht römisch, aber ich würde jetzt an Konstantin Popel denken. Wahnsinn! Aber woran denkst du? Konstantin Popel. Römisch? Ja, das ist römisch, oströmisch. Du musst deine Geschichtsbücher und dann irgendwann mal osmanisch und dann hellenisch. Richtig, und jetzt ist es türkisch und nennt sich Istanbul. Aber ja, es war mal Konstantin Popel, Opel. Ja, aber jetzt ist es doch nicht römisch. Es war aber mal, deswegen habe ich wahr gesagt. Ich bin Wahrsager. Okay. Okay. Okay, hast du noch was? Nein. Ich auch nicht. Aber ich erzähle dir noch einen Witz. Ja, erzähl mal. Wie nennt man eine männliche, eingebildete Gans? Eine Gunz? Arroganta. Hä? Ganta? Was ist ein Ganta? Männliche Gans. Heißt das Ganta? Hm. Wieder was gelernt. Ich wusste das nicht, ja.